ich grüße euch alle recht herzlich. In diesem Dezembermonat wird der eine oder andere darüber nachdenken, was er im kommenden Jahr alles machen möchte. Und er stellt fest, dass diese Überlegungen mit Wünschen zu tun haben. Man wünscht sich dieses und jenes. Es kann der Wunsch in der Liebe sein. Ein Kinderwunsch, ein neuer Job, ein Wohnungswechsel, vielleicht ein eigenes Haus oder ein neues Auto oder dass man einfach nur gesund bleibt. Natürlich hat jeder so seinen eigenen geheimen Wunsch. Und all diese Wünsche kann das Universum dir erfüllen. Denn das Universum ist unendlich und es ist mit all den irdischen Wünschen bestückt. Du glaubst es nicht? Nun, eigentlich ist vielen der Wunsch mit der Parkplatzbestellung bekannt. Kennst du ihn auch? Meinen Kunden, die ihn noch nicht kennen, habe ich es erklärt, wie es geht. Und das ist ein kleiner Anfang. Und ja, es klappt immer, glaube mir. Doch es stellt sich immer wieder die Frage, wie wünsche ich richtig? Dabei ist Verschiedenes zu beachten. Als erstes muss der Wunsch von reinem Herzen kommen. Jemanden etwas Böses zu wünschen, das geht nicht. Also dieser Wunsch, das wird nicht erfüllt, denn wir arbeiten mit dem Göttlichen. Richtiges Wünschen bedeutet, keinerlei Zweifel zu haben. Jeder kennt das wohl, wenn sich beim Wünschen die kleine innere Stimme meldet. Es klappt ohnehin nicht. Oder ich schaffe es doch nicht. Oder das kann ich nicht. Oder das darf ich nicht. Vielleicht aber auch, wenn das so einfach wäre. Und so weiter und so fort. Genau solche Gedanken stoppen das Gelingen deiner Wünsche. So, meine Lieben, und nun wird es spannend, denn morgen im zweiten Teil führe ich euch hin, wie wünsche ich überhaupt richtig, damit es klappt. Also versäumt nicht, morgen euch das anzuhören. Bis dahin, alles Liebe, eure Diria.